Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video werden wir einmal den GrieferGames.net Server verlassen, denn ich wollte jetzt einmal einen Vergleich starten. Wie ist denn der Unterschied zum Griefer Games, zur Cloud-Version von Griefer Games, also die 1.19 und der 1.19 auf dem GommaD.net-Netzwerk? Dazu verlassen wir hier einmal den ganzen Spaß. Ich habe mir schon mal die IP rausgesucht, citybuild.gommaad.net. Wir haben dafür tatsächlich auch eine eigene citybuild-Domain. Hier haben wir den Server auch schon. Server beitreten, jetzt bin ich mal gespannt. Ich war, glaube ich, schon einmal kurz auf dem Server drauf. Willkommen der Teddybär, viel Spaß auf unserem citybuild. Ich bekomme hier schon einige Informationen im Chat und es gibt auch ein Rangsystem, wie ich sehe. Ich habe jetzt mal die Spiele leiser gemacht. Also, hier ist der ganz normale Spawn. Wir sind schon oben. Quest 1, Besucher eine Plotwelt durch ein Portal am Hauptspawn/Quest. Neue Frühlingscrate. Okay, hier links haben wir schon mal einen Admin-Shop. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ein Grundgestein für 2000 Dollar. Das ist ja auch wieder so. Hier ist wieder ein anderes Verhältnis im Wirtschaftssystem. Dann haben wir hier die Gilden. Das sind, meine ich, die Clans. Du befindest dich aktuell in keiner Gilde. Erstelle deine eigene Gilde oder schließe dich einer bestehenden Gilde an. Alle Befehle dazu findest du unter /Guild. Man kann sogar einen Banner festlegen, das finde ich ganz geil. Man kann Besitz der Gilde an Spieler übertragen, okay, das ist alles sehr interessant. Hier haben wir Perks, Nachtsicht und da Wasserfeuerresistenz. Ich glaube, Erfahrung, dass man die XP behält. Permanente Schnelligkeit, Hungerresistenz, Federfall und Eile 2. Dann haben wir hier die Jobs, die gibt es ja inzwischen auch auf Griefer Games. Sammler, Gräber, Holzfäller, okay. Die muss man sich sogar mit Leveln freischalten, finde ich auch ganz gut. Dann hat man jetzt was zum Erreichen. Wechselbörse, Wechselkurs 10 Coins zu einem Dollar. Okay, wie, was, Moment, dein Coinsystem gut haben. Ah, okay, das finde ich auch cool. Für die Leute, die sich jetzt wundern, warum hier schon 2,4 Millionen Coins auf meinem Konto sind. Diese Coins, das sind nicht speziell für Citybuild Coins, sondern die sind auf dem kompletten Netzwerk. Bedeutet, mit diesen Coins könnte ich mir jetzt auch Skywars Kits kaufen. Die habe ich mir schon über die Jahre angespart und die könnte ich jetzt hier in Dollar wechseln. Das finde ich auch eine geile Sache, wenn man schon so ein Coinsystem integriert hat, kann man das auch jetzt zu Citybuild Money umwandeln, finde ich auch eine gute Idee. Kundensupport, wir sind immer für Sie da. Der Olaf, lass mich in Ruhe. Ja, auch gut, ne? Tresorwächter, was haben wir hier? Die Endertruhen hier in der Bank sind absolut sicher. Und das Beste, du kannst sie mit /EC von überall aus öffnen. Du erhältst neue Endertruhen durch ein höheres Level. Endertruhe 1 ist noch nicht freigeschaltet. Okay, da schaue ich mich mal hier weiter um, was es hier sonst noch so für Anfänger gibt. Hier haben wir die Stadtwache. Okay, das ist das Report-System. Was? Custom Crafting Rezepte? Katana Ork Axt. Diese Axt wirft Gegner in einem Radius von 3 Blöcken in die Luft. Okay, die haben hier also auch spezielle Rezepte. Schutzwände haben die hier. Vampirrüstung. Werkzeuge. Blockzerstörer. Zerstört in der Plotwelt mit einem Linksklick Barrieren, Enderportal am Bedrock und dem Plotrand. Sehr interessant. Farmwelt 1 bis 9 wird zurückgesetzt in 4 Tagen. Also immer am 11. des Monats. Okay. 40 von 360 Spielern. Obdachloser Hugo. Okay, was macht der? Ab und zu finde ich hier im Mülleimer wahre Schätze. Jeder kann hier Items reinlegen und rausnehmen, wie er möchte. Und er wohnt anscheinend im Mülleimer. Okay. Trash. Ich glaube, ich nehme mir mal hier das Goldschwert mit. Das kann ich, denke ich, vielleicht gebrauchen. Hier haben wir die Plotwelten, die schaue ich mir auch gleich mal an. Hier gibt es echt richtig viel in der Lobby, denke ich mal, ist das hier. Wir haben hier einen Farmer, klick um dieses Item für 32 Dollar zu verkaufen. Du kannst heute noch Items im Wert von 1000 Dollar verkaufen. Ah, das ist also hier sozusagen das Orb-System, nur dass es halt die direkte Währung ist und du kannst hier Sachen verkaufen und dafür Geld bekommen. Sowas gibt es ja auf Griefer Games jetzt nicht, aber das finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Auf Griefer Games finde ich,
würde das auch wahrscheinlich nicht funktionieren, weil es ist ja schon so viel Geld in der Wirtschaft und durch die ganzen automatisierten Farms hier würden sich ja die Spieler nur noch reicher machen. Mineralien können wir ebenso verkaufen. Okay, ich denke mal, das hier ist komplett der Markt. Hier kann man alles, was man gefarmt hat, sozusagen verkaufen. Wir haben eine Daily Chest, verfügbar jeden Tag. Okay, das finde ich geil, dass man hier auch eine Daily Chest hat und auf Brief Against muss man ja normalerweise dafür voten. Hier gibt es das anscheinend komplett kostenlos. Und eine Weekly Chest gibt es hier ebenso. Eine Schalkerkiste, Creeperkopf, Drachenatem, Diamantharnisch. Oh, Harnischhose. Dorfbewohner Spawn Eye, das ist auch interessant. Ein so ein Ding habe ich auf Griefer Games, ist inzwischen 1 Million wert. So ein MBT-0 Eye, hier kriege ich es erstmal geschenkt. Belohnungen, das hier sind die Belohnungstruhen. Je nach Art kannst du diese einmal am Tag oder einmal pro Woche öffnen. Gerade für Neuspieler wie mich ist das natürlich umso besser. Die Deko ist hier auch ganz schick. Gemälde, neue Gemälde in 4 Tagen. Okay, und was mache ich damit? Dekoration, neue Köpfe und... Ach so... Ich kann die Sachen hier kaufen. Das ist nochmal so ein erweiterter Marktstand. Moment mal, wie bitte? 100.000? Ja, moderne Kunst, ja. Ihr könnt mich mal hier. Wie viel kostet das? 50.000, das wird ja mal schlimmer. Gut, ich würde sagen, wir begeben jetzt uns mal zur Quest 1. Und zwar sollen wir eine Plotwelt betreten, da... Okay, wir werden zurückgestoßen. Bamboo, Brick, Sponge, Slime. Wir haben hier verschiedene Plotwelten. Dann würde ich sagen... Was ist denn hier? Wo sind denn die meisten Spieler on? Besuchen wir mal Clay. Quest abgeschlossen. Hier bekommen wir sehr viel. Quest 2. Laufe über 3 verschiedene fremde Grundstücke. Belohnung 200 Erfahrungspunkte. $25. Oh, wir bekommen hier Geld durch... Ja, Quest-Erfahrungen. So war das ja auch Anfang. Oder ist noch Anfang auf Griefer Games so, dass man durch Fortschritte eben Geld bekommt. Die Wege finde ich hier auch... Sehr geil, Moment mal, jetzt muss ich mal kurz schauen. Das hier, PI, du bist in keiner Party. Jetzt ist die Frage, auf Griefer Games ist alles mit /P. Wie funktioniert das hier auf dem gomad.net-Netzwerk? /plot? Ah, /plot. Okay, hier muss man /P eben ausschreiben. Plot-Info. Besitzer ist der Server. Okay, das ist hier etwas ausgeführt. Stimmt, das ist ja ein eigenhändig programmiertes Plot-System. Da hatten die ja, glaube ich, auf Twitter mal was zugeschrieben, dass sie kein Plot.me wie ganz viele andere City-Build-Server verwenden. Ich weiß zwar nicht, welcher City-Build-Server heutzutage noch Plot.me verwendet, aber anscheinend soll es da noch welche geben. Gut, eigenes System kann Vorteile haben, vor allem bei so einem großen Netzwerk, wenn man hier alles integrieren möchte. Und das hier ist anscheinend auch noch das Plot. Dann müssten ja das hier die Spawn-Grundstücke... Nee, das sind auch noch vom Server. Okay, das hier ist alles noch der Spawn. Dann... Ah, Warp Community, Warp Bar. Okay, Moment mal, Plot-Info... Gissenschlacht-LP. Okay, also gibt es hier sozusagen mehrere Spawn-Plots, die dem Server noch gehören. Und hier fangen dann die normalen User-Plots an. Das ist schon mal ein fremdes Plot, wo ich hier rüber bin. Jetzt muss ich mal glatt schauen. Warp Community. Du wirst teleportiert. Ich bekomme sogar einen Sound. Ist das jetzt... Ach, lol. Das ist einfach mal das Plot, aber hier wird die Community einfach nachgebaut. Wie geil ist das denn? Slash Spawn funktioniert auch einwandfrei. Wieder 3 Sekunden. Okay. Interessant. Hier werde ich komplett zum Spawn wieder zurückgeschlagen. Ich gehe jetzt mal wieder auf Clay. Diese Position ist nicht sicher. Du wirst zum Spawn teleportiert. Okay. Aber hier, wenn ich jetzt was abbauen möchte, hier bekomme ich jetzt zum Beispiel keine Nachricht, wie es sonst auf Griefer Games ist. Hier ist das einfach. So wird das akzeptiert. Hier haben wir schon mal Grundstück von IRSC. Die Leute bauen aber hier auch richtig geilen Shit. Das muss man echt sagen. Das hier ist eine, okay, das ist so ein kleines Anglerhäuschen. Das ist ein Grundstück vom Admin Klaus. Ich bin doch jetzt schon über 3 fremde Grundstücke gelaufen. Oder muss ich das am Stück machen? Ah ja, Quest abgeschlossen. Kehr mit Spawn wieder zum Hauptspawn zurück. Ich muss sagen, vom ersten Eindruck finde ich die Spawn-Plots hier auf Gomme, finde ich besser als die auf Griefer Games, muss ich ehrlich sagen. Und auch die Wege, die finde ich auch so nochmal um... Also auf der 1.19 sind ja die Wege nicht wie auf der 1.8 komplett Holz, sondern da wurden die auch abgeändert. Aber hier gefallen mir die Straßen umso mehr. Da hat der erste schon eine richtig geile Kakteenfarm gebaut. Aber na gut, Slash Spawn, da gehen wir mal zum Spawn.
Born, Quest abgeschlossen. Hier haben wir jeweils immer 100 Erfahrungspunkte und 25 Dollar. Quest 5, besuche eine Farmwelt durch ein Portal am Hauptspawn. Farmwelt 1 bis 9. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal auf die Farmwelt 1. Quest direkt abgeschlossen. Weil man kann nicht inzwischen EC machen, immer noch nicht freigeschaltet. Crafte dir eine Steinspitzhacke, dann machen wir das am besten mal kurz. Jetzt muss ich aber mal schauen. Wir spawnen in der Luft und haben eine unsichtbare Elytra oder so. Jetzt muss ich mal hier runterfliegen und schauen. Hä? Was zur Hölle ist gerade passiert? Und da steht sogar noch im Chat, dass ich gestorben bin. Hä? Was ist das denn? Okay, das ist hier gerade ein bisschen weird. Hier kann ich auch schon abbauen, aber hier ist nicht alles zergrieft schon. War ich gerade nur zu dämlich, um Elytra zu fliegen? Oder lag das am Server? Hier sind meine Items, die brauche ich noch. Ich ziehe mir mal die Diamantenhose an. Hier ist alles abgebaut. Also hier scheint es keine wirkliche Spawn Protection zu geben, habe ich das Gefühl. Vielleicht am Anfang so ein paar 20, 30 Blöcke, damit die Leute sich am Spawn nicht hochbauen. Aber ich muss sagen, so eine Einführung mit Quest, das ist natürlich auch geil. Um Gottes Willen, ich werde angegriffen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ich weiß nicht warum, aber hier regeneriert man sehr, sehr langsam die Herzen wieder. Also das hier ist ein globaler Chat, so wie es ihnen auch auf Griefer Games gibt. Aber so ein Trade-Chat, wofür ist der? Besucht den Top-Ankaufs- und Verkaufsshop. Großes, übersichtliches und immer aufgefülltes Sortiment, egal ob Blöcke, Bücher, Admin-Items oder Farmsachen. Wir haben es und ihr könnt sogar selbst verkaufen. Warp Mono. Das ist auch interessant. Hier wird sehr vieles mit / Warp gemacht. Haben die dann nicht auch die Warps von Admins bekommen? Oder ist das im Plot-System integriert? Was mir gerade einfällt, ich könnte mir ja eigentlich mal Rüstung machen. Dann craften wir uns hier einmal eine Steinspitzhacke und besuche dir am Spawn einen Job aus. Dann gehen wir mal mit / Spawn wieder zurück. Und jetzt soll ich mir einen Job auswählen. Fälle Bäume, Mitarbeitende 87.000. Pflücke Blumen. Grabe nach Ressourcen. Abenteuer töte gefährliche und seltene Mobs. Naja, das war gerade so ja nicht so erfolgreich. Ich würde sagen, ich nehme jetzt den einfach mal an. Für die folgende Tätigkeit wird eine Belohnung. Okay, also Akazienholz bekommt man hier am meisten. Junge, hier bekomme ich gleich noch einen Herzinfarkt. Bin ich der Allerkrasseste auf dem Server oder was wird das mit dem Sound? Verdiene mit deinem Job 100 Dollar. Bevor wir das machen, möchte ich jetzt mal selber einen Plot erstellen. Und zwar gehen wir hier wieder auf Clay. Und ich bin... am letzten Spawnpunkt. Okay, / Plot Auto. Das funktioniert schon mal. Möchtest du dieses Grundstück für 500 Dollar kaufen? Eigentlich möchte ich es kostenlos haben. Hier muss man sich anscheinend die Plots kaufen. Hier kriegt man keine kostenlosen. / Plot Info oder Visit. Nee, dieses Grundstück steht zum Verkauf. Ich muss also. Ich brauche noch 100 Dollar. Moment mal. Wenn ich auf Griefer Games schon nicht arbeiten gehe, dann tue ich das hier doch bestimmt auch nicht. 1000 Coins. So, jetzt habe ich 500. / Plot Auto. Ach, oder? Das sollte eigentlich funktionieren. Plot Auto machen wir mal. Funktioniert doch nicht. Ey, Moment mal, der hier hat Kürbiskuchen. Dankeschön, den nehme ich einfach mal mit. Dann machen wir / Plot Auto und klicke hier zum Kaufen. Dieses Grundstück gehört nun dir. Wichtige Informationen zum Grundstück gibt es hier. Okay, dann gibt es ein Thread im Forum dazu. Interessant. Dann würde ich meinen, was ist denn das hier? Plot Info, in welcher Reihe bin ich hier? Minus 192. Ah, das sind die Koordinaten hier, ne? Tatsache. Hier gibt es keine Plot-IDs, sondern nur die Koordinaten von dem mittleren Block dieses Plots. Ein Alias können wir, Moment mal, Plot Alias Set, geht das? / Plot Set Alias Griefer Games Plot Home Griefer Games. Als ob sich diesen Alias noch niemand gesichert hat, das ist ja fantastisch. Machen wir uns hier einfach mal in eine Truhe und dann tun wir den ganzen Spaß hier erstmal sichern. Warp Farmwelt geht anscheinend auch. Moment mal. / Warp Griefer Games. Nee, hä? Wie funktioniert denn das hier? Dieses Grundstück steht zum Verkauf.
Und warum leine ich mit Warfarmwelt hier das mache? Also für mich ist das hier ein bisschen komisch. Okay, hier sind wir anscheinend in der Gegend, wo Farms gebaut werden. Hier muss man echt immer zum Spawn zurück. Das finde ich ein bisschen ätzend, muss ich sagen. Ich bin jetzt Level 3. Kann ich jetzt EC machen? Geht nicht. Slash Level. Was ist denn das? Okay, hier gibt es ein Level-System. Ich habe es zwar noch nicht so ganz verstanden, aber wir gehen jetzt mal hier in Farmwelt 2. Da ist gerade niemand. Jetzt werde ich mir hier einfach mal so eine Axt machen und werde jetzt hier... Das ist okay, Trope. Ich weiß nicht, ob ich dafür Geld bekomme. Ich hoffe es mal. Du hast 5 XP erhalten. Du hast $18,29. Ich bekomme automatisch das Geld. Okay, jetzt muss ich mal schauen. Eiche wurde bestimmt auch angeboten. Bin ich mir ziemlich sicher. Dann baue ich das jetzt einmal ab. Ach, ich habe genau 16 Stämme gesammelt. Und jetzt habe ich hier 9. Bekomme $20. Das heißt, ich habe schon... $38 hier. Quest 9 erreiche Level 4. Ich bin aktuell Level 3. Auf Gomme sind übrigens die Leute auch sehr spendabel. Holzspitzer kriegst du 5000. Der sechste, der eine TPA geschickt wird, 5k. Hier gibt es auch Prefixe, die man sich anscheinend kaufen kann. Aber die hat irgendwie fast keiner. Ich habe auch keine Ahnung, wie die funktionieren. Slash Prefix existiert nicht. Aber was ich gut finde, hier gibt es ein Home-System, also man kann sich auch in der Farmwelt hier ein Home machen und dann kann man auch mit Plot Home eben wieder in die Farmwelt. Also man muss anscheinend doch nicht immer zum Spawn. Was ich nicht verstehe, warum es hier schon wieder regnet. Öffne deine erworbenen Crates. Was ist das denn hier schon wieder? Das ist wahrscheinlich ein Case-Opening. Moment mal, ich schau mal kurz in den Gomme HD-Shop. Finde irgendwie jetzt hier nicht zu Cases. Ich habe hier zwar so ein Chestpack, aber das ist auch nicht für Citybuild. Also ich habe keine Ahnung, was diese Crates hier sind und der Citybuild Gold Shop. Aber ich muss sagen, vom Spawn her, von der Aufmachung her, es ist natürlich jetzt schwierig, Griefer Games und Gomme zu vergleichen. Beide haben zum Beispiel Jobs oder Perks, eben die Plotwelt etc., Clans oder auch einen Admin-Shop hier. Obwohl, den Admin-Shop haben wir ja so gesehen auf Griefer Games zu solchen Items zum Beispiel gar nicht. Diesen Mülleimer hier finde ich auch interessant, aber was ich gleich nochmal ausprobieren wollte. Ich muss sagen, dieser Marktplatz gefällt mir schon ziemlich gut. Willkommen im Mono, melde dich bei Fragen. Das ist hier nämlich dieser Warp Mono, wo hier eben gratis Kaktusgrünspur. Okay. Ach so, hier kann man anscheinend Dinge über die Schilder kaufen. Und hier haben wir ein NPC, Gilde Mono, Admin Mono. Okay, hier kann man anscheinend auch NPCs erstellen, das ist ja cool. Auf dem Gelände gibt es Essen, Magie, Blumenfarbe. Also die Shops sehen hier auch auf dem Server etwas anders aus. Aber ich muss wirklich sagen, die Plots hier auf dem Server gefallen mir richtig gut. Die Spawnplots vor allem. Ja moin, da ist einfach so ein toter Busch aus Erde gebaut. Aber kommen wir jetzt mal zum Fazit. Ich muss sagen, beide Server sind ziemlich anfängerfreundlich. Hier auf Gomme wurde es mir halt oben mit den Quests gezeigt. Und auf Griefer Games gibt es ja dieses Achievement-System über die Fortschritte hier eben, worüber man sich dann sein Geld beschaffen kann. Hier sind es eben die Jobs. Die Plotbefehle sind auch ähnlich. Als Anfänger habe ich es, ich weiß nicht. Also der Chat, muss ich sagen, den finde ich auf Gomme etwas unübersichtlich, würde ich sagen. Zum Beispiel @P. Markiert man dann diesen Spieler oder auch diese verschiedenen Chats? Global Trade, sowas wird ja bei Griefer Games gar nicht angezeigt. Da gibt es ja nur den Clan, beziehungsweise hier die Gilde. Und dann eben der Spielername. Hier hat jemand zum Beispiel auch Casino. Jetzt ist die Frage, obwohl, nee, Gilden sind das bestimmt nicht. Aber man kann sich hier auch im Chat darüber teleportieren. Das finde ich auch cool. Also bei Gomme sehe ich hier nicht ganz so durch, was den Chat angeht. Das Scoreboard finde ich recht übersichtlich, finde ich gut gelungen. Jetzt stelle ich mal die Frage an euch. Wie findet ihr, hat Gomme das geregelt? Ich muss sagen, für Anfänger haben sie das relativ gut geregelt. Das Einzige, wo ich jetzt nicht so ganz klar komme, ist der Chat. Aber ansonsten kann ich diesen City-Build jetzt auch nicht wirklich schlecht reden. Er hat viele geile Sachen, die ich auch hier nicht vermisse. Schreibt es in die Kommentare, wie hat Gomme sich geschlagen. Ich werde natürlich weiterhin auf Griefer Games bleiben, das ist klar. Aber ich finde die Aufmachung hier schon mal nicht schlecht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns nächsten Dienstag um 17 Uhr wieder. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Haut rein und ciao, Leute.